irgendwann dachtest du, ey, du kannst es schaffen. Dann hast du mal auf die Tribünen geguckt und hast gedacht, was du den Leuten auch zurückgegeben hast oder was denen das bedeutet, das ist einfach unglaublich. Ich jetzt auch Gänsehaut. Dann geht mir gerade genauso, muss ich sagen. Dann kann jetzt einfach keiner mehr nehmen. Simon, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns, für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst, für unseren Podcast. Gute Stimmung heute auf Schalke. Gestern Pokalspiel beim Bremer SV, erste Runde, 5:0 gewonnen. Aber jeder hat es mitbekommen, du standst nicht auf dem Spielberichtsbogen. Was war los? Ja, erstmal guten Tag zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Du hast es richtig gesagt. 5:0, glatter Sieg. Für mich war es ein bisschen bitter, das Spiel vorm Fernseher zu verfolgen, weil man versetzt sich natürlich auch hinein, wäre gerne auf dem Platz, musste leider noch passen, aber heute beim Regenerationstraining haben wir das Spiel analysiert. Für mich ging es dann selber auch auf den Platz, habe individuell trainiert mit dem Reha-Trainer, das sah ganz gut aus und jetzt schaue ich von Tag zu Tag, um dann auch zum ersten Bundesliga-Spieltag in Köln fit zu sein. Man wird mitgerissen, es wird eine geile Stimmung sein. Ist das auch so eine Sache, die dich als Fußballer trägt, so dieses Fan-Dasein, also gerade speziell Geisterspiel und dann wieder die Rückkehr der Fans? Ja, definitiv und das ist ja das, was es ausmacht. Der Rotri hat mich auch die ganze Vorbereitung schon gefragt, wie ist es am ersten Spieltag in Köln? Ich muss die Jungs ja auch vorbereiten. Gerade Rotri, der heißblütig ist, dass er da nicht überrascht ist. Und das wird eine Mega-Stimmung. Also auch wenn wir schon rauskommen, wenn wir zum Gästeblock gehen, der wird voll sein. Dann die andere Seite der Kölner. Das macht den Fußball aus. Und ich habe beide Seiten erlebt, ob es in Köln ist oder auch beim HSV. Das ist ein riesengroßer Nachteil für Traditionsvereine. Köln hat jetzt das Auftaktspiel, das sicherlich für die ein bisschen entgegenkommt, aber ja, ich will nicht sagen, wir können befreit ausspielen. Wir wollen da sofort zeigen, dass wir auch in der Liga angekommen sind, haben da auch ordentlich was zu verlieren, wollen Gas geben, wollen die Fans irgendwo zufriedenstellen und eine Woche später haben wir dann das Heimspiel hier, Samstag 18:30 gegen Gladbach. Aber ist natürlich schön, weil wenn du sofort da starten darfst, dann ist die Vorfreude direkt da. Wenn du jetzt in Köln bist, Köln-Schalke, also gibt es 70er, 80er, 90er Jahre, war immer ein Bundesliga-Duell und zum Glück spielen wir jetzt wieder in der Bundesliga gegeneinander. Ich habe mal geguckt, zum Beispiel Waldhof Mannheim, so Julian Riedel, kennst du den zum Beispiel? Den kenne ich sogar ganz gut. Ja. Nee, wie? Das ist ja ein Zufall. Ja, das ist mein Schwager. Der spielt bei Mannheim, war vorher in Rostock lange Jahre und spielt jetzt bei Waldhof Mannheim. Ja, so ein Zufall war das natürlich gar nicht. Wussten wir natürlich. Ich mir schon gedacht. Könntest du dir vorstellen, dass er einen rausgehauen hat hier bei uns im Podcast? Ja, da gehe ich schwer von aus, wenn du mich so fragst. Moin, Langer, Juli hier in Mannheim. Bin gerade mit dem Training fertig und wollte dir mal eine Frage stellen. Du hast mir ja gesagt, du hast jetzt für die Bundesliga-Saison 25 Tore vorgenommen. Wie sieht denn das aus? Bist du mit der Vorbereitung zufrieden und glaubst du, kannst dein Ziel, 25 Tore zu machen, anhalten? Also, beste Grüße, bleib gesund und bis bald. Ciao, ciao. Wie ich dich einschätze, bist du jetzt eigentlich nicht der Typ, der im Urlaub dann beim Gyros-Teller sagt, pass mal auf, Freunde, ich mach 25 Hütten. Oder wie ist das gelaufen? Ja, klar, hat er mich schön in die Pfanne, ne? Nee, ich weiß nicht, wo er das her hat. Ich habe immer noch das Bild vor Augen. Du gehst mit Martin Freisel hier nach dem Pauli-Spiel, nach dem gelungenen Aufstieg, glaube ich, morgens um 6 Uhr aus dem Stadion. Jeder von euch noch mit zwei Felddienst in der Hand bewaffnet. Du, glaube ich, noch die Stollenschuhe an. Also einfach ein sensationelles Foto, was einfach alles aussagt über diesen Abend. Und du kannst ja sagen, du hast geweint, Tränen in den Augen gehabt, Bülti im Arm gehabt. Glaube ich, jeden anderen auch, die ganzen Fans um dich rum. Was hat dir das bedeutet? Ich meine, du warst in Anführungsstrichen ja erst 10 Monate Teil dieses Vereins, ne? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es mit Hamburg, im HSV sind wir Vierter geworden. Damals, was auch ein riesiger Traditionsverein ist, wo wir es nicht geschafft haben. Und dann bin ich hier zu Schalke gegangen. Und da fiel es mir, war schon komisch, dann nach einer Woche so dann die Schalke-Klamotten anzuhaben, weil
weil du es mit HSV nicht geschafft hast, was ja auch ein großes Ziel von mir war. Vorher sind wir immer aufgestiegen, haben wir das geschafft mit den Traditionsvereinen und relativ schnell ging das dann durch Gespräche, durch die ganzen Bekanntschaften, durch Begegnungen. Du siehst nach Niederlagen, was das mit dem Verein macht, was es mit den Menschen macht. Bin ja dann auch viel bei Enno oder Blume im Zeugwartraum, die dir auch mal aufzeigen, was es bedeutet. Hier sind ja nur Leute, die beschäftigt sind, sind oft auch Fans. Da geht es halt darum, am Wochenende zu gewinnen. Dann ist hier mega Stimmung. Oder wenn du verlierst, ja, dann hast du auch irgendwo das Wochenende von denen versaut. Und ich glaube, gerade die letzten 9 Wochen, wo du wirklich Sechster warst, mit 6 bzw. 7 Punkten hinten dran, war es nicht aussichtslos, aber da hat man selber auch mal gezweifelt. Kurz hat gesagt, boah, das wird jetzt eine ganz enge Kiste. Wir müssen jetzt wirklich 8 aus 9 Spielen gewinnen. Und wenn du vorher aber immer wieder 1 gewonnen hast, 1 verloren, dann ist echt schwer. Und dann haben wir es geschafft, aber das komplett an uns zu reißen. Die Verbindungen sind noch intensiver geworden mit der Mannschaft und mit dem ganzen Staff drumherum. Und du gewinnst in Sandhausen ein emotionales Spiel, aber liegst dann 2-0 hinten gegen St. Pauli. Und ich hatte ja die große Chance nach 10 Sekunden, wo das Stadion fast explodiert, das war so laut. Und ich schieße und der Torwart hält ihn. Normalerweise, wenn du das 1-0 machst, dann schießt du das 2-0 und spielst das locker runter vielleicht. Und in der Halbzeit liegst du 2-0 zurück und sitzt in der Kabine und fühlst dich fast nicht alleinschuldig, hört sich jetzt blöd an, aber wenn du einen Stürmer sagst, der vergibt 3 Chancen, dann ist der Stürmer irgendwo schuld, macht sich Vorwürfe. Und ich war jetzt auch nicht der, der das Wort ergriffen hat, sondern habe mich erstmal auf mich selber konzentriert. Da waren dann Danny, Domme, die was gesagt haben, Bujo, die haben wirklich gesagt haben, ey Männer, es kann nur heute klappen, wir müssen es heute schaffen. Und bei mir geht natürlich direkt wieder der Kopfkino los, wenn du das jetzt verlierst. Dann fährst du nächste Woche nach Nürnberg, 35 Grad, Auswärtsspiel, ne? Und dann wird der Druck noch größer, wenn du jetzt schon mal so ein Endspiel hast. Und dann hast du den Elfmeter sofort, wo der dann auch wieder Druck auf dem Kessel ist. Ich wusste auch, den darf ich nicht verschießen. Und dann hat es so eine Eigendynamik genommen mit dem 2-2-3-2 und da waren ja noch Verletzungsunterbrechungen in der 90. wo Kami am Boden lag und Memo wurde auch noch gefoult und jemand dachtest du, ey, du kannst es schaffen. Dann hast du mal auf die Tribünen geguckt und hast gedacht, was du den Leuten auch zurückgegeben hast oder was denen das bedeutet, das ist einfach unglaublich. Ich jetzt auch Gänsehaut. Dann geht mir gerade genauso, muss ich sagen. Dann kann jetzt einfach keiner mehr nehmen. Und wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, vielleicht ein Jahr davor, dann willst du das nicht nochmal erleben. Und so, als der Abpfiff dann da war, wusste ich, das kann dir keiner mehr nehmen. Und deswegen ist es auch uns allen ausgebrochen. Man hat bei allen Spielern gesehen, was das mit denen gemacht hat. Und man hat sich ja danach die Bilder nochmal angeschaut, wie die Leute auf den Platz gestürmt sind. Die Emotionen nach dem Spiel, als die Fans mich umarmt haben, da war auch gar keine Freude so richtig bei mir, sondern nur Erleichterung und hab gar nicht so, das kam erst dann wie eine halbe Stunde später, eine Stunde, als ich dann oben mit den Familien da war und dann konnte ich auch mal Schlager hören und dann war alles, ging das alles so runter wie Öl, ne? Aber anfangs war nur Ballast runter, erstmal alles weg, ne? Und du hast die Leute gesehen, die haben gratuliert, Fotos gemacht, ich habe einfach meinen Kopf hingehalten irgendwie und meine Mitspieler gesucht, ne? Und das kam aber nach und nach, als ich dann meine Familie auch gesehen habe, was den Leuten das bedeutet hat, das war unglaublich. Und deswegen, Identifikation, sagt man immer, das kommt nach 10 Jahren, aber das kann auch viel, viel schneller gehen. Wenn du tagtäglich mit den Leuten zusammenarbeitest, dann kann da ganz schnell was entstehen. Und das war nicht nur bei mir so, sondern bei ganz, ganz vielen Spielern auch, die neu gekommen sind. Wir haben es schon angedeutet, lass uns mal über dich als Mensch sprechen. Du bist verheiratet, hast 2 Kinder. Teilt deine Familie eigentlich auch deine Leidenschaft mit dem Fußball? Also du hast gerade schon so ein bisschen oder vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, dass dein Sohn auch kickt, glaube ich, im Garten wahrscheinlich ein bisschen, ne? Ja, die teilen es 100%, unterstützen mich da, was ja auch wichtig für mich ist, da ich da auch das so ausleben kann und darf. Mein Sohn, der ist jetzt 4 geworden letzte Woche,
Der geht auch einmal in der Woche zum Bewegungssport, zum Fußballtraining nennt man das. Und klar, wenn ich dann nach Hause komme, dann ist auch oft die erste Frage, Papa, lass uns Fußball spielen. Das war natürlich in den letzten Tagen nicht so einfach, wenn du dann selber ein paar Probleme hast am Oberschenkel. Aber man muss sich dann trotzdem irgendwie ins Tor stellen, das versteht er nicht so ganz. Insgesamt ja, freuen die sich auch, wenn die hier nach Gelsenkirchen fahren, mich da unterstützen, was mir auch wichtig ist. Das ist ja ein schönes Gefühl, dass man da so auch unterstützt wird. Meine Tochter ist ja jetzt 6 und die realisiert das. Sie war damals in Köln dabei und jetzt auch auf Schalke. Freut sich ungemein, ist aber nicht so, dass sie dann zum Beispiel nach dem Pauli-Spiel war sie jetzt nicht mit auf dem Platz. Da ist sie lieber dann oben geblieben. Aber mein Sohn, der ist dann gekommen. Und gerade wenn ich dann den Len mit in die Kabine nehme, dann kriegt er kein Wort raus. Ne? Dann steht er mit offenem Mund erst auf dem Platz und dann mit in die Kabine, sagt kein Wort, guckt sich alles ganz genau an. Redet auch mit keinem anderen Menschen da in der ganzen Kabine. Sondern, muss ja erstmal verarbeiten. Ja, dann muss er erstmal verarbeiten, genau. Dann fährst du mit dem nach Hause und abends. Ne, dann labert hier ein Kotlin an die Backe und will alles wissen und wer ist der Spieler und wer ist das. Da sieht man, dass sie ungemein viel mitnehmen und das sind Erfahrungen, die sind natürlich großartig. Ne? Auch wenn ich mir vorstelle, damals mit 7, 8, da musste mein Papa sich die Tickets kaufen, um irgendwie auf der Tribüne sitzen zu dürfen. Und die haben die Möglichkeit, damit auf den Platz zu gehen. Ich glaube, ja, was Schöneres gibt es nicht. Und gerade nach Siegen, dann ist die Euphorie groß. Miller und Len stürmen dann immer auf den Platz. Ist eigentlich das schönste Gefühl nach dem Sieg. Hi Papi, ist die Kabine wieder sauber? Nach dem Aufstieg hat sie ja so nach Bier gerochen. Ich würde gerne nochmal wiederkommen, aber nur, wenn sie aufgeräumt ist. Ja, das hat sie mich tatsächlich, hat sie mich auch letzte Woche vor 2 Wochen nochmal gefragt und konnte das nicht verstehen, warum wir auf die Tonne gehauen haben und oben in der Decke, die Decke ist auch kaputt, ob die wieder repariert ist. Und das kann sie natürlich nicht nachvollziehen, ne? Warum dann mit Bier, weil zu Hause darf man das ja nicht, warum darf man das in der Kabine? Ist eine gute Frage. Ich glaube, Enno und Blume waren schon mal wieder da, die sagten, da wäre alles okay. Ich hatte auch schon mal, natürlich habe ich mal nachgefragt, ob da alles in Ordnung ist. Ich hoffe, nach Gladbach dürfen die Kinder wieder mit in die Kabine kommen nach dem ersten Spiel. Aber da sieht man, was die Kinder beschäftigt, ne?